Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des uns wohlbekannten kleinen pfälzischen Dorfes. Wieder einmal können wir Ihnen dank des großartigen Einsatzes unserer Spione, die für Sie Leib und Leben sowie Ihre Pension riskierten, berichten, dass sich die Spionerei auch heute noch lohnt. Zu zweit ist es uns gelungen, uns mit einem kleinen Team von nur 86 Leuten in den Probenraum der Eulenbühne einzuschleichen. Wir saßen alle unerkannt unter den 8 Darstellern, die zur Probe anwesend waren, und versuchten angestrengt, dem Geschehen zu folgen, was bei der Vielzahl der Rollen nicht ganz einfach war. Die Darstellerinnen dieser Szene trafen sich gerade an der Bar, zum Glück eine Gegend, wo wir alle uns bestens auskennen. Es ging wohl hauptsächlich um die Liebe in merkwürdigen Varianten und um einen Kapitän auf der Flucht. Nein, nicht Richard Kimble. Wenn sie mir noch einmal über den Weg läuft, springe ich über Bord. Das ist eine Sünde. Aber, wer wird denn gleich sein Leben wegwerfen wegen einer Frau? Sie will unbedingt ein Abenteuer mit mir in einer romantischen Bucht. Das ist eine Sünde. Warum sollte der über Bord springen? Also, ich glaube, dass er von einer Frau verfolgt wird. Na, wer tut denn sowas? Nennen Sie mir den Namen und ich werde Ihnen die Augen auskratzen.